Hallo und willkommen an alle, die sich hierhin verirrt haben. Ich bin der Bruce und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde bei Dying Light. Ja, in der letzten Folge konnten, mussten, durften wir uns um die zweite Funkantenne für den Rais kümmern. Das Ganze war auch recht erfolgreich. Daraufhin war das ganze Viertel auf Sendung, so habe ich auch die letzte Folge genannt. Das heißt, der Doc kann mit seinen anderen Kollegen kommunizieren, der Turm hat wieder eine gute Funkverbindung und der Rais natürlich. Auch, ne? Der hat uns ja losgeschickt im Endeffekt. Daraufhin gab es leider kein Antizin, dafür aber einen neuen Auftrag. Wir dürfen jetzt den Geldeintreiber von den Spielen und haben auch schon den guten Jafar, der armen Sau Jafar, einen Besuch abstatten dürfen. Ja, wir haben ihn mehr oder weniger überzeugt, doch ein bisschen Kohle abzudrücken. Und bevor wir uns jetzt um die nächsten Kandidaten gekümmert haben, der ist irgendwo im Fischerdorf. Ich kann einmal die Karte gleich mal aufmachen. Habe ich mir überlegt, ich gehe mal zum Turm zurück und gebe endlich mal diese Nebenmissionen ab. Die haben wir ja schon die ganze Zeit irgendwie erledigt, aber wir haben immer noch keine Belohnung davon erhalten oder dafür erhalten. Das ist, na, was hier der familiäre Notstand, ich glaube hier Muttertag, ja genau, die beiden Dinger waren das. Dann gab es hier oben noch, da gehe ich jetzt direkt mal hin, ich muss ja sowieso nach oben, noch so ein schwarzes Brett mit Nebenmissionen. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Naja, das, pass mal auf. Er hat uns letztes Mal auch dumm angequatscht. Was ist denn los hier im Turm, ey? Irgendwie eine gereizte Stimmung. So, wir gehen direkt mal nach oben. Genau, der, wie heißt der Typ nochmal? Der Alfie, ne? Genau, der Alfie, der will ja auch noch was von uns. Das heißt, es gibt viel zu tun. Und ja, wir kümmern uns jetzt ein bisschen um die Nebenmission. Das heißt, wir können auch direkt mal ein bisschen leveln. Kann ja eigentlich auch nicht schaden. Ja, ich bin mal gespannt, was da für Belohnungen auf uns warten. Vergiss die GRE-Pakete. Geh am besten direkt zu Reis. Was du nicht sagst, Junge, was du nicht sagst. Ja, jetzt bin ich einmal im Kreis gewandert. Die Leute zählen auf dich. Bitte, steh nicht rum, sondern hilf ihnen. Ja, sind alle nach wie vor frech. Ich habe Jafar getroffen, den Besitzer der Werkstatt, und ihm mit dem Tod gedroht, wenn er nicht zahlt. Ich bin doch kein Mafiaschläger, verdammt nochmal. Ja, genau das habe ich ja gerade beschrieben. Ja gut, aber was willst du machen? Wir werden ja auch ein bisschen vom GRE in diese Richtung gedrängt. Ja, der Rais hat ja auch schon gefragt, ob wir nur eine blöde Marionette sind oder ob wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Momentan sind wir nur eine Marionette. Wir hüpfen für den Turm um die in der Gegend herum und wir hüpfen für den Rais in der Gegend herum und natürlich für den GRE. Ja, das ist alles nicht so cool. So, ich gucke jetzt erstmal, wo war das denn? Quest. Familiärer Notstand. Nee, wir gehen erstmal Muttertag. Wo ist das denn? Muss ich nach unten wieder, ne? Ja. So, dann heimsen wir uns mal unsere wohlverdiente Belohnung ein. Da, da ist er doch. Ich hab die Krampflöser. Danke. Wie hat's mit Ghazi geklappt? Er mag zurückgeblieben sein, aber er weiß, wie er kriegt, was er will. War seine Mom auch da? Ja, sie kam mir happy vor. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Apropos, Bracken bat mich, dir das hier zu geben und dir zu danken. Alles klar, ja. Wenn Mama nicht happy ist, dann ist keiner happy. Eine ganz wichtige Lebenslektion. Wenn man so möchte. Gut, wir haben jetzt echt ordentlich Erfahrung bekommen und so ein Mod, ich guck mir jetzt gerade mal an, Entwürfe. Ah, keine Ahnung. Da wollen wir mal sowas Legendäres oder sowas, ne? Oder Episches. Gut, wir werden gleich mal ein bisschen Punkte ausgeben, die wir uns jetzt gerade verdient haben. Gucken wir mal, wo der andere Kollege ist. Der Davut, genau. Ist der hier? Der müsste nach oben.
Machen wir das doch mal. Für den haben wir ja so eine Schusswaffe besorgt. So, noch eine nach oben. Hi. Genau, da ist er doch. Der wollte da seinen Ladenschlüssel geben. Du hast eine? Großartig. Hier, der Schlüssel, wie besprochen. Das ist der Schlüssel zu meinem alten Pfandleihgeschäft. Das Beste der Stadt. Hey, apropos Pfandleihe, kann ich dich noch um einen anderen Gefallen bitten? Du gehst doch eh dorthin, oder? Könntest du mir bitte etwas von dort mitbringen? Was denn? Lach nicht. Actionfigur aus der Remy Call-Serie. Ich weiß, aber meinem Sohn bedeutet sie viel. Ja, wie können wir denn da Nein sagen, Mensch, ne? Alles klar. Gut, wie gesagt, heute kümmern wir uns mal ein bisschen um die Nebenmissionen. Und, ja, level ein bisschen und, ja. Ist ja auch alles gar nicht so verkehrt. Ich meine, ich muss ja auch sagen, die, Nebenmissionen sind ja nach wie vor echt gut aufgebaut. Und sind zwar alles natürlich immer so Bringaufgaben und so weiter, ne, wie es ja meist der Fall ist, aber ich finde, die Story, die dahinter steckt, die ist schon echt nicht verkehrt. Und so ein paar kleine Geschichtchen hier, die einen so ein bisschen mehr in diese Welt eintauchen lassen, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So. Ich überlege gerade, ob ich dann... Wo ist denn der Quartiermeister? Da ist er doch, der Kollege. Ist das irgendwas für mich? Er hat natürlich was für uns. Das ist ziemlich cool. Ich denke, ich mal zum Händler gehen können. Ne? Die hätten wir auch leer kaufen können, aber ja gut. Man kann nicht alles haben. Gut. Will ich jetzt Zone verlassen und... Okay, ist aber ganz schön weit weg, der Laden, oder? Fuck. Na ja, gut, komm. So, jetzt, was ist das? Herausforderung, bla. Das schlechte Umspannwerk. Ah ja, ist noch diese Mission für den Alfie. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal hier hin, danach gehen wir zum Umspannwerk. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ja, machen wir das so. So. Ah ja, genau. Fertigkeiten. Ich hätte wetten können, dass wir das nächste, den nächsten Überlebensrang erreicht haben. Aber gut. Hab ich mich wohl verguckt. So. So, weg mit dir. So, genau. Und einer nach den anderen. Zack. Das ist immer wieder lustig. Oh, scheiße. Ja, die Zombies sind echt ziemlich dämlich. Oh, die Waffe ist fast kaputt. Sehe ich gerade. Oh, fuck. Ich kann mich zu nah rankommen lassen. So. Verkippen. Wunderbar. Und das ist der Werfer doch kaputt. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen besser aufpassen, ne? Eieieiei. Okay, komm. Ich glaube, das war ein Zeichen. Ich sollte hier abhauen. So, wo ist denn der Kackladen? Ah, das liegt hier unten. So, die plündern wir nochmal gerade. Okay. Ich gerade die beste Gegend hier. So,
Ah, brennt ein bisschen. Ah, da hier rüberkomme, ich glaube, ich bin hier relativ safe, ne? So, gehen wir mal hier runter. Ah, die brennt. Ah, die brennt auch. Oh. Hallöchen, Kollege. Meine Güte. Nervgesichter, ey. So. Das war ein schöner Double Kill. So, ja. Ist auch weg. Ein bisschen plündern, ne? Etwas dagegen, ne? Wow. Okay, so ein schneller, ne? Das ist ein kürzlich infizierter, ne? Und ja, die. Oh, sind wir hier fast gestorben, ne? Oh. Nehme ich natürlich alles hier gerne. Ah, hier sind wir echt safe, ne? Das ist ja ziemlich geil. Und wir können ein bisschen looten. Oh mein Gott. Ja, wie Weihnachten. Genau. Dann behalten wir uns nochmal, ne? So, dann gehen wir endlich mal in diesen scheiß Laden rein. Das heißt, ah, okay. Ich habe mich schon gerade gefragt, wofür wir den Schlüssel bekommen haben. Ah, das ist echt verdächtig nah angehört. Na komm. Nerv nicht rum. So, was gibt's denn hier Schönes? Ah, okay, ich sehe schon. Teile. So allerlei. Mein Gott, geh weg. Geh mir einfach nicht auf die Nerven. Kann ich die Tür nicht zumachen? Doch, kann ich. Sehr gut. So, gut. Ich ein bisschen Ruhe hier. Ah Gott, okay, hier gibt es einiges. Oh mein Gott. Maurer haben wir was geworzen. Okay, das ist alles ziemlicher Schmodder, den ich gerade eingesammelt habe. Oh, Dietrich, ja. Haben wir, glaube ich, mehr als genug von, aber naja, kann ja nicht schaden. Und ich höre sie schon, die Zombies, wie sie vor der Tür lauern. So, hier ist die Actionfigur. Ah, Schnüre sind sehr gut. Die können wir für unsere Molotov-Cocktails gebrauchen. Sonst noch was? Schläger, ich glaube, das. Ah, so Mottenviecher, ja. So, okay. Na gut, das war ja recht erfolgreich, würde ich sagen. Guck mal, ob ich jetzt gerade so ein bisschen was loswerden kann von dem, was wir da eingesammelt haben. Was war das hier? Armeespaten, die kann man behalten. Rostiges Rohr. Zerlegen wir natürlich. Ja, Cricketschläger ist okay, ist okay. Nee. Das ist total Schmodder. Wird alles zerlegt. Gut, ja, wir haben aber noch ein. Noch ganz gute Waffen am Start. Hakenklinge ist auch nicht verkehrt. Und doch bestimmt irgendwie pimpen.
Elektrizität, ja, Friseurmod, Bluten 2, ja, Hakenklinge, ja, komm. Wunderbar, wunderbar. Mull brauchen wir dafür. Okay, sollte ich vielleicht mal sparen. Gut, hier haben wir alles. Ich markiere noch ganz kurz dieses, das nächste Ziel. Was haben wir hier? So, und Putz. Ah, hier kommen wir rein. Sehr schön. Oh. Leicht am Legen, ne? Das Tree ist safe. Scheint so, ne? Ja, scheint so. Ich bin im Umspannwerk. Oh, fuck. Such die Schalttafel und leg den Schalter um. Dann startet das System neu. Schalttafel und Schalter umlegen. Oh, Elektroschneider-Mods, ja. Gefällt mir. Mull ist auch nicht verkehrt. Hier ist die Schalttafel. Fertig. Gut, jetzt nochmal die gleiche Prozedur im zweiten Umspannwerk. Alles klar. Sollte doch alles machbar sein. Was ist das? Zufällige Begegnung, okay. Na dann, gehen wir nochmal zur zufälligen Begegnung hin, ne? Immer die ist, ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Drin, ja. Ja, hier, oder was? Oh, fuck. Solche Nervviecher, ey. Komm, ich bin weg hier. So, gucken wir mal, wo können wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Sicherheitszone säubern. Wie viele Umspannwerke gibt es denn? Zu viele, würde ich sagen. Gut, komm. Zuallererst bringen wir jetzt aber mal die... So, das ist so ein Händler, ist das, ja? Na komm, interessiert doch nicht. Allererst bringen wir jetzt erstmal die, die Sachen zum Davut zurück. Okay. Spucken und Typis lassen wir auch da stehen. So, klettern wir lieber noch eine Runde. Klettern, looten, das gefällt mir noch viel besser. Ein bisschen Baklava oder sowas. Da, weg mit dir. So, sie sind mal wieder. Falls ihr da Wut sehen solltet, bringt ihn sofort zum Turm zurück. Er ist mit einer Pistole bewaffnet und hat eine Wache angeschossen. Oh Mist. Hey, ich hab sowas befürchtet, ja. Okay. Okay, gehen zum Turm zurück und finden sie heraus, was bei ihr fallen ist. Ju, dann machen wir das doch. Ah, nee. Genau, bleib unten. Gegen den Dicken möchte ich auch gerade nicht kämpfen. Ja.
Jetzt, da vorne ist der Turm. Dann geht direkt mal weiter. Keine Zeit zu verlieren. So. Ich weiß gar nicht mal, was hier das maximale Level war. Na, ich meine, jetzt haben wir das Kampflevel. Ah, sind wir in der Nähe von Level 10 und ja, Parkour-Level. Na gut, das wird immer ein bisschen hinterher hinken. So, ist klar, mein Gott, da stunkel hier. Mal die Funzel an. So. Hey, hast du das Haus gesehen, aus dem roter Rauch steigt? Wenn Rais Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten. Jemand sollte ihn warnen. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir. Was für ein Haus? Ja gut, ich kann mich auch schon um alles kümmern, ne? So, was ist denn jetzt hier los? Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Was hat der da Wut angestellt? Müssen wir jetzt nur den Arsch retten, oder was? Was ist passiert? Ich habe Schüsse gehört. War klar, dass der durchdreht. Woher hat er die Waffe? Gut, dass er keinen umgebracht hat. Oh, scheiße. War nicht ganz so gut, was wir da gemacht haben. So, jetzt geht's beim Händler. Zack, 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 zack. Oh, ein legendärer Polizeischlagstock. Hm, das reizt mich doch schon so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut. Aber ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet, oder? So, wir müssen nach oben, ne? Genau, das war das Hauptquartier. Dann tun wir das doch. So. Was ist passiert? Wo ist der Wut? Er ist weg. Er hat unseren Sohn entführt. Selma, was ist passiert? Er hat ständig davon gesprochen, abzuhauen. Wir haben immer darüber gestritten, wie gefährlich das ist. Dann hatte er plötzlich eine Waffe, nahm das Geld und entführte Sammy. Meinen Sammy. Weißt du, wohin er will? Er faselte etwas von einem Fluchtweg, aber ich weiß nicht wo. Mehr wollte er mir nicht sagen. Jella. Wie konnte er nur? Wo hatte er die Waffe her? Es tut mir leid, Selma. Es ist meine Schuld. Er sagte, er bräuchte sie, um euch rauszuholen. La la la. La la la. Ich bin der Wut egal. Und das schon seit langem. Jetzt hat er alles, was ihm wichtig ist. Ich bring dir deinen Sohn zurück, Selma. Versprochen. Jo. Haben wir ordentlich mal Scheiße gebaut, ne? Der Wut! Antworte mir! Antworte, du verdammter Bastard! Kein Grund, laut zu werden, Crane. Und kein Grund, mir zu folgen. Das ist zwecklos. Bitte sag Salma, dass es mir leid tut. Aber ich hatte keine andere Wahl. Alles wird gut. Warte, du Der Wut? Der Wut! Wo bist du? Dreck! Na toll. Gut, wir kümmern uns erstmal um unser Upgrade. Was haben wir denn hier Schönes? Bla bla. Lernen Sie, wie man Elektrozaun voll einsetzt. Reizt mich nicht wirklich. Oh, okay. Reparaturkünstler. Das ist sehr nice. Das möchte ich haben. Ja.
Und genau, was wollte ich machen? Quests, ja. Vorsicht, Hochspannung. Ich würde sagen, da kümmere ich mich mal darum. Luftkräuter. Okay, es gibt alles echt ordentlich Erfahrung. Die Dinger machen wir jetzt. Erstmal die Geschichte hier. Für den Orphi, damit sie auch alle hier wieder Strom haben. Oder Strom gesichert ist oder genau, was auch immer wir da machen sollten. Offenweise Schattenjäger. Okay, gefällt mir nicht gut. Hey. Gut, Hier gibt es immer was zu tun. Ach, da, der Typ hört nicht auf zu quatschen. So, dann lass doch mal sehen. So, gar nicht so weit weg. Das ist ziemlich cool. Hier jumpen wir ein bisschen durch. Ja, vielleicht können wir dann. Uns mit einem Upgrade nähern. So, und er fliegt und fliegt. So. Mein Gott, ist die hartnäckig. War ich auch langsam, oder? Ne, anscheinend nicht. Das ist eigentlich die beste Position zu kämpfen hier. Auf den Treppen, ne? Scheint irgendjemand oder irgendetwas aufgescheucht zu haben. Ja, klang auch wieder danach. Nicht cool. So, dann gucken wir doch mal hier mal. Hier hoch, da hoch. Na, ja, noch 100 Meter entfernt. Ist ja ein Katzensprung. So, wollte nicht einfach mal alle sterben. Ne, anscheinend nicht. Da komm. Da kriegen wir ein bisschen Dresche. Dann noch erstmal reichen. Okay, hier vorne, dass wir sind schneller hinter uns, ne? Genau, lass mal den mal zu uns kommen. Was ist denn da los? Oh, so ein kleiner Grafikfehler, ne? Ja. Jetzt. Ah, ich werde den Nerv packen, ne? Komm. Genau, gehen wir da hin. Die falschen Dinge ausgewählt oder was? Gott, die laufen jetzt alle richtig schön. So. In die Falle rein. So, alles klar. Ich hoffe, das reicht, ne? Ja. Wunderbar, das reicht. So, wie sieht es da aus? Das ist ein Schloss, das wir knacken müssen. Ich höre so einen Dicken hier in der Nähe. Keine Überraschung hier drin, das ist schon mal sehr nice. So, ein bisschen Alkohol schnappen wir uns. So, haben wir doch alles erledigt, oder? Bisschen Müll, ne? Ja, wunderbar. Sollte auch der Orphi glücklich sein, oder? Gut, Orphi. Eins ist noch übrig. Noch eins. Ja, alles klar. Ja, ich würde sagen, um das letzte Teil kümmern wir uns in der nächsten Folge.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid das nächste Mal wieder mit am Start, wenn es hier weitergeht. Bis dahin, macht es gut und ciao.